In diesem Video zeige ich euch eine Kombination aus zwei Basisschlägen des Hanbo-Jutsu. Und zwar einen zweihändigen Schlag, gefolgt von einem einhändigen Schlag. Ich bin Dirk vom Kanal Nipo-Ralf und wenn euch Techniken mit dem Kurzstock interessieren, dann bleibt gern dran und schaut euch das Video bis zum Schluss an. In dieser Übungsform starte ich aus der Position Katayaburi no Kamae. Näheres zu dieser Griffhaltung findet ihr in dem hier oben verlinkten Basisvideo von mir. Aus dieser Haltung heraus führe ich Naname Mae Omote Waki Uchi aus. Es handelt sich hierbei um einen stoppenden Schlag gegen Kinko bzw. die Rippen des Angreifers. Meine Ausweichbewegung hierbei ist schräg nach vorn außen. Im Anschluss daran folgt Katate Furi, ausgeführt mit der hinteren Hand. Geschlagen wird von oben her. Ziel ist beispielsweise Kote, das Handgelenk, oder Nagare, ein Punkt auf dem Unterarm. Andere finale Ziele sind denkbar. Variieren könnt ihr dies über den ersten Ausfallschritt bzw. den Drehwinkel beim zweiten Schlag. Nun habe ich noch ein paar Übungstipps für euch. Beim ersten Schlag gleiten meine Hände entsprechend meiner Schritte am Hanbo entlang. Genauer hatte ich das schon einmal in diesem Video hier oben erklärt. Bei Katate Furi ist es wichtig, mit dem Oberkörper seitlich nicht aus der senkrechten Achse zu kippen. Hier habe ich deshalb noch ein paar Trainingsschritte zum Üben von Katate Furi für euch. Step 1 wäre zurückgehen in eine korrekte Sanshin no Kamae bzw. Ichimonji no Kamae. Im zweiten Schritt kannst du aus einer statischen Position das reine Rotieren des Hanbo üben. Klappt das gut, kannst du anschließend die Bewegung etwas betonen, indem du das obere Ende in Bewegungsrichtung nach vorne schiebst, bevor du in die Rotation hineingehst. Zum Schluss kombinierst du einfach Schritt 1 und Schritt 2. Hier zeige ich etwas fokussierter den Griffwechsel vom ersten zum zweiten Schlag. So, ich hoffe, das war nachvollziehbar für euch und ihr habt hier wieder etwas Inspiration bekommen. Natürlich könnt ihr an dieser Kombinationstechnik noch alle möglichen Sachen hinten dranhängen. Seid kreativ, probiert's aus, vor allen Dingen, wenn ihr mit einem Trainingspartner probiert oder übt. Wenn ihr Fragen zu dieser Technik habt, dann schreibt sie gern in die Kommentare. Sollte ich irgendwas falsch gemacht haben, natürlich auch ab in die Kommentare damit, denn auch ich lerne ständig und stets dazu. Damit bin ich am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für euch. Ich sage Tschüss, euer Dirk vom Nipo-Ralf. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.